Schule, Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Hallo Leute, wir sind heute in der Reimann School. Nette Lehrer, schöne Fächer und der Unterricht ist cool. Wir lieben Sport, besonders groß im Fußball, dass wir so erfolgreich sind, ist sicher kein Zufall. Singen macht uns Spaß, besonders hier im Chor. Jedermann will mit, denn die Lieder gehen so. In der Tanzgruppe lernen wir die Schritte zum Takt. Die Bläserklasse fetzt, weil sie so schön bunt packt. Montag früh singt die ganze Schule zusammen. Nur die Lieder, die die Lehrer und Schüler gut fanden. Der Unterricht ist toll und alle lernen mit. Jeder macht seine Aufgaben und so bleiben wir fit. Das Rechnen mit Zahlen, Mathe macht viel Spaß. Und beim Pinselschwingen geben wir richtig Gas. Alle Kinder hören zu und machen keinen Ärger. Wir mögen den Unterricht, besonders die Lehrer. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Wenn wir montags früh anfangen zu singen, fangen alle Schüler an zu springen. Das macht den Schüler nicht ganz so hart und wir kommen viel, viel besser in Fahrt. Dann geht es rund wie bei Mario Kart und wir lachen und kreischen und haben Spaß. Wie bei der herrlichen Klassenfahrt, die wirklich jedes Reimann-Kind zermag. Genau wie die Milchparty mit Obst und Quark, denn das macht die müden Schüler wieder stark. Und das ist nur eins der vielen schönen Feste, doch nicht nur das ist das Beste. Denn wir werden an Erfahrung und Wissen reich, wie unser Schulteich an dem Laich. Doch sie ist nun vorbei, die zweite Strophe, und das ist auch wirklich das Doofe. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Das Schönste an der Schule, ja das sind die Pausen. Da können wir umsausen, ob drinnen oder draußen. Auf dem großen Schulhof ist man unter sich. Nur schade, dass der Unterricht die Pausen unterbricht. Mittagessen im Speisesaal, klecker, klecker. Wir mögen die Auswahl, lecker, lecker. Freitags nach Schulschluss wird uns viel geboten. Tanzen, knobeln und malen, jeder kann sich austoben. Den Lehrern geht's gut, denn wir sind meistens brav. Nur wenn wir quatschen, verstehen sie keinen Spaß. Ist die Schule vorbei, dann können wir in den Hort. Die einen machen Musik und die anderen Sport. Hier findet jeder Freunde, weil keiner gern allein ist. Und wenn wir uns vertrauen, teilen wir jedes Geheimnis. Wir sind wilde Kerle, doch wir halten zusammen, weil man gemeinsam viel mehr schaffen kann. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Unsere Schule, Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Wie heißt unsere Schule? Friedrich Reimann. Um groß zu werden, fängt jeder mal klein an. Ihr glaubt ihr gar nicht, wie schön das hier sein kann. Friedrich Reimann, Friedrich Reimann. Spitze. Das war echt toll. Wir alle haben es ja heute zum ersten Mal gesehen. Es wurde ein riesen Geheimnis darum gemacht, aber ihr habt das echt spitze gemacht. Wir wollen natürlich auch ein paar Sachen von euch wissen. Zum Beispiel, wie ist denn der Text zu diesem Rap entstanden, Caroline? Also die Schüler haben in einen Briefkasten geworfen und die haben wir uns dann angeguckt und dann haben wir den Text mehrmals aufgeschrieben, bis er dann richtig war und dann haben wir angefangen, den zu lernen. Klasse gemacht. Florian,
Und wie ist die Musik entstanden? Also die Rapper haben also den Text gemacht und dann haben die Rapper mit uns die Musik rausgesucht und die haben wir dann halt genommen. Also ich glaube, den Rappern ist jetzt schon ein kleines bisschen Angst geworden, wenn die euch gesehen haben, ihr habt das so super gemacht, nicht, dass ihr denen noch im Rang ablauft. Das kann natürlich passieren, ne? Moritz, was hat dir denn nun an dem ganzen Projekt am allerbesten gefallen? Also mir hat die Aufnahme eigentlich am besten gefallen, weil man kann ja auch im Fernsehen sehen, wie die das machen, aber das mal selbst zu erleben, da kriegt man also auch mal einen Kribbel. Das glaube ich. Und da war ja auch jede Menge Technik dabei, oder? Gut, wir rufen natürlich jetzt auch mal die richtigen Rapper. Ihr seid auch richtige, aber die Großen mal nach vorn. Ja, hallo, traut euch, kommt vor. Nicht so zaghaft. Ja, da haben wir unsere drei Großen. Erstmal danke, dass ihr das Projekt unterstützt habt. Ja, ihr wollt euch gleich filmen, super. Ja, ich komme mir richtig klein bei euch vor. Du warst mal ein Kleiner bei uns in der Schule. Hast dir jetzt was geworden? Scheint so, ne? Sebastian, ja, wie hat euch das jetzt hier gefallen? Das war ja eine ganz schöne Aufgabe, hier mit diesen quirligen Kiddies, also auf die Beine zu stellen. Erzähl mal ein bisschen, wir sind neugierig. Das war für uns natürlich auch mal was ganz Neues. Schon das ganze Projekt, das hatten wir auch noch nicht so in dem Ausmaß gehabt. Und das jetzt auch hier zu sehen, das war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Also, ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch was zufügen? Also, Jens auch. Komm, Jens, erzähl du mal was. Ja, also die Kinder, die haben das ganz, ganz toll gemacht, auf jeden Fall. Ich war jetzt richtig überrascht mit dem Tanzen und so. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesehen vorher. Also ganz großes Lob. Da ist der Hip-Hop-Nachwuchs auf jeden Fall gesichert in Sonnroda, denke ich, für die nächsten 10, 20 Jahre. Und hat total viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. War super. Ich denke, kurz, knapp und bündig, es war super. Wir fanden es auch super. Unsere Kinder ebenfalls. Und wir bedanken uns nochmal mit einem riesengroßen Applaus.